Der Picknickkorb ist soweit. Ich bringe ihn in den Bus. Oh, danke vielmals, dass du mir geholfen hast, den Bus leer zu machen. Nein, nein, bemühe dich nicht. Du hast schon so viel getan. Bobby, ich brauche Hilfe, um den Sessel vom Trödler abzuholen. Oh, okay, Trace. Wenn du schwere Sachen heben willst, dann musst du immer in die Hocke gehen. Also viel Spaß. Dann willst du nicht mitfahren? Na, ich kann doch nicht. Hör doch mal. Das war Nummer 14 in unserem 48-Stunden-Bobby-Rivers-Special. Yeah! 94.1, der Sender für Oldies but Goldies. Siehst du, das kann ich doch nicht verpassen. Dann hörst du einfach im Bus an. Nee, seit die Kuh mir reingelaufen ist, ist das Radio kaputt. Und ich kann mir doch ein Bobby-Rivers-Special nicht entgehen lassen. Das ist komisch, dass die Kinder keinen Schulfrei kriegen. Ah, heute ist Samstag, Tracy. Es ist wirklich kaum zu fassen. Echt los, unglaublich. Komm, Thomas, wir haben heute noch einen weiten Weg. Nein, nein, hör doch mal zu. Ich höre dir gleich im Bus zu. Bobby, der neue Plattenladen im Zentrum verkauft deine Alben. Und die werden wirklich verkauft. Die Leute fahren voll drauf ab. Ja, ja, schon klar, Mann. Du glaubst mir nicht, oder? Ach komm, Thomas. Für wie bescheuert hältst du mich? Hm? Es ist wahr, Bobby. Da sind Hippies im Plattengeschäft draußen auf dem Bürgersteig, Hippies auf dem Gras. Haben sie dir davon was angedreht? Nichts. Willst du mir etwa weismachen, dass es nicht nur ein Bobby Rivers Special gibt, sondern auch eine Plattenverkaufsaktion nur für mich? Oh, das klingt nach einem Bobby Rivers Revival. Ach, spinn ich drum. Eher tritt Elvis Presley wieder live auf. Hey, was denn? Es gab ja auch ein Creedence Clearwater Revival. Hä? Hey, Bobby, ich kann wirklich alles erklären. Wayne, du steckst dahinter. Aber ich kann nichts dafür, echt nicht. Ach, komm schon, Mann. Ein Special im Radio, eine Plattenverkaufsaktion. Wer soll denn das sonst gewesen sein? Aber ich bin's nicht gewesen, ehrlich. Ich kann nichts dafür. Du weißt von dem Special im Radio? Ja. Du bist nicht böse? Warum soll ich denn böse sein, wenn es ein Bobby Rivers Revival gibt? Revival? Oh. Ach was, glaub's nicht, Bobby. Wayne kann es nicht gewesen sein. Es scheint nämlich zu funktionieren. Geh Onkel Doktor spielen. Was, nein, nicht. Irgend so ein Promotion-Gag, hä? Nein, Bobby, das ist nichts. Wow. Peter M., Johnny O'Keefe, Bon Scott und... Oh, wer ist denn die alte Tante mit den langen Haaren? Das ist Bobby. Bobby, du bist auf dem Titelblatt vom Rolling Stone. Ist ja ein Ding. Wie hast du denn das gemacht? Das war ich doch nicht. Das Bild hat jemand anders gezeichnet. Nein. Wayne, wie hast du Bobby auf das Titelblatt gekriegt? Wayne hat Freunde. Nein, ganz ernsthaft. Oh, schnell, das wird Tracy sein. Sie wartet auf uns. Sie ist wütend. Klar, wenn sie mit dem Ding fahren soll. Ich werde mal zeigen, wie man den Bus jetzt starten muss. Ja, geh du nur raus, Bobby. Du weißt ja, deine Karriere ist bei mir in den besten Händen. Und gleich geht es weiter mit unserem großen Bobby Rivers Gedenkspecial zur Erinnerung an den unvergleichlichen, großen, entschlafenen Bobby Rivers. Friede seine Asche. Und jetzt ein weiterer unvergessener Hit von dem großen entschlafenen Bobby Rivers in unserem 48-Stunden Bobby Rivers Special. Der große BR ist tot. Lang lebe der große BR. Gute Fahrt. Klingt er nicht wie ein V8, hä? Ah, in der Schrottpresse. Hör mal, wir werden diese Revival-Geschichte ganz vorsichtig anpacken, denn jetzt bist du ein großer Star und deswegen habe ich das hier angeschafft. Ey, geil. Hat das auch UKW? Das ist der Telefon, du Idiot. Ich habe die Anrufe von deinem Apparat umleiten lassen, weil ich mich um das Revival-Ding persönlich kümmern will. Und weißt du wieso? Weil ich Ausstrahlung besitze. Eher Ausdünstung. Ich gehe ran. Hallo? Wayne Lovett? Ja, höchstpersönlich. Ja, ich habe davon gehört, aber ich dementiere oder bestätige das nicht. Es gibt keinen Kommentar, aber eins will ich sagen. Kein Kommentar. Tut mir leid, aber ich lehne es ab, die Würde meines besten Mannes in den Schmutz zu ziehen. Danke vielmals. Siehst du, Bobby, die Ausstrahlung? Ja, du schießt mir das Teil an. Was? Titanic-Film? Augenblick, Leine, hörst du? Kaffee, zwei Stück Zucker. Ey, was ist denn mit meiner Würde, die du nicht in den Schmutz ziehen lässt? Halt die Klappe, ich telefoniere! Hallo, Entschuldigung. Was? Sie wollen einen Film über Bobbys Tod drehen? Sie,
Sie wollen freiwillig so viel Geld dafür bezahlen? Sie wollen, dass ich aufhöre, ständig zu wiederholen, was Sie sagen? Wieso? Okay, klar, ja, wunderbar. 12.30 Uhr, passt mir gut. Ja, ciao, bleiben Sie so schön. Wunderbar. Bobby, ich werde jetzt gehen. Ich muss das Revival weiter in Schwung bringen. Was ist mit dem Kaffee, Mann? Du weißt doch, dass ich deinen Kaffee nicht mag. Hör zu, Bobby, ich würde sagen, dass du in den nächsten Tagen drinbleiben solltest. Du darfst nicht zur Tür gehen, auch nicht ans Fenster. Am besten legst du dich ins Bett. Wieso? Wieso? Ja, wieso? Denk doch mal nach, Bobby. Du bist jetzt ein Megastar und die Fans wollen einen Star zum Anfassen. Nachher wirst du mir noch vor der Meute zertrampeln. Ja. Siehst du, Bobby, ruh dich aus. Ja, ja. Gut. Halt, Tracy und die Kinder sind doch weg. Was soll ich denn machen, wenn ich, sagen wir mal, zum Briefkasten muss? Ist denn euer Briefkasten draußen? Ja. Dann kannst du da nicht hin. Ausgeschlossen. Du brauchst einen Boten. Ja, Bobby, setz dich hier hin. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Sammy, komm rein bei Fuß. Sei schön brav. Komm her, Sam. Hey, Sam. Was macht denn Sam hier, Mann? Ich helfe ihm bei dem Aufsatz für die Schule. Aha. Was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Hey, Sam, was macht die Kunst? Hi. Der Junge will später mal Agent werden. Und was machst du mit dem Eimer? Onkel Mario sagt, man braucht als guter Agent immer ein sauberes Auto. Scheiße, Onkel Wayne, Sammy. Jetzt, nachdem du das Auto so schön sauber gewaschen hast, hat Onkel Wayne eine ganz besonders ehrenvolle Aufgabe für dich. Ja? Hör zu, Bobby muss für ein paar Tage im Haus bleiben, okay? Du wirst dafür sorgen, dass ihn niemand sieht, capisci? Gut, und nicht vergessen, ein guter Agent schläft niemals. Allein. Wenn ich das mache, dann kriege ich von dir den versprochenen Dollar? Gute Agenten versprechen nie etwas. Machen wirklich alle Agenten sowas, Onkel Mario? Ich heiße Wayne! Sammy, nicht alle machen das. Die Miesen waschen Autos. Alles klar? Bleib so schön. See you later, Alligator. Tja, jetzt sind wir allein, Bobby. Ja. Also, Bobby, was sollte ein guter Agent tun? Tja, der Typ sollte seinen Klienten Arbeit verschaffen, ihr Image stärken und ihren Bekanntheitsgrad steigern und so weiter und so weiter. Tut Onkel Mario das alles? Ach, natürlich nicht. Aber er hat das Radio-Special organisiert. Ja, das hat er. Ich hab's vorhin im Radio gehört. Er ist super, ein großer Entschlafener zu sein, hä? Ja. Ein was? Ein großer Entschlafener, wie im Radio. Der große Entschlafene Bobby Rivers. Der große Entschlafene. Was ist ein großer Entschlafener? Naja, das ist jemand, der früher groß war und der jetzt tot ist, also entschlafen ist, so wie Elvis Presley oder Freddie Mercury oder Buddy Holly oder... Verstehe ich. Aber du bist nicht tot, Bobby. Zumindest nicht so tot wie die. Warte mal kurz. Oh ja, eine der ganz großen Legenden der australischen Rockmusik. Der unvergessliche Buddy Rivers. Bobby Rivers. Und in wenigen Augenblicken können Sie uns wieder hier im Studio anrufen und uns und den Hörern sagen, wo Sie waren, als Sie gehört haben, dass Bobby Rivers gestorben ist. Wenn Sie die Stationstasten Ihres Radios... Die halten mich für tot, Mann! Die halten mich für tot! Bobby, das kommt noch, beruhig dich! Rund um die Uhr. Du verstehst das nicht, Sammy. Die ganze Arbeit für das Special, die Wayne geleistet hat... ...und Börsennotizen. 94.1. Bobby, was hast du denn vor? Ich muss sofort beim Sender anrufen. Ich bin schließlich nicht tot. Forever ja. Ich bin noch nicht mal krank. Bevor wir den ersten Anruf entgegennehmen, stelle ich noch unseren Studiogast vor. Den Manager des großen Entschlafenen Bobby Rivers, Wayne Lovett. Agent der Stars. Genau. Agent der Stars. Korrekt. So, da haben wir schon den ersten Anrufer. Aber bevor wir aufnehmen, Wayne... Waren Sie bei Bobby Rivers, als er starb? Viele Male und bei vielen Gelegenheiten. Ich würde alles tun, um seine Stimme nur noch einmal zu vernehmen. Hallo? Hey, Wayne, ich bin's, Mann. Bobby Rivers. Bitte? Ich bin's, Mann. Bobby Rivers. Sie haben sich anscheinend verwählt. Was? Piep, piep, piep. Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr, 17 Minuten und 10 Sekunden. Ja. Es ist wirklich Bobby, Onkel Mario. Ich heiße Wayne. Oh,
Bobby Rivers, so, so. Beweisen Sie uns erstmal, dass Sie tatsächlich Bobby Rivers sind. Was ist meine Schuhgröße? Was? Na los, was für eine Schuhgröße habe ich, Mr. Rivers? 43. 43? Das hat dir der Kleine gesagt. Tja, tut mir leid, Sir, aber der echte Bobby Rivers hätte das nie gewusst. Sie sind ein gewissenloser Betrüger. Ach, komm schon, Wayne. Wayne! Sie sollten sich wirklich schämen, den tragischen Tod dieses großen Mannes für Ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Das ist ekelhaft. Mr. Lovett. Nennen Sie mich Wayne. Es scheint, dass der tote Bobby Rivers erfolgreicher ist als der lebende. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die demnächst erscheinende Bobby Rivers Gedächtnis-Doppel-CD. Gern, Terry. Aber vielleicht wollen Sie und die Zuhörer noch etwas über den neuen Bobby Rivers Film wissen. Bobby und Wayne, Geschichte einer Freundschaft. Oh Mann. Jetzt ruf gleich wieder bei ihm an. Ich weiß nicht, Mann. Ich hatte noch nie so viel Publicity. Filme und CBs. Der Moderator hat vielleicht sogar recht. Wenn Sie mich schon alle für tot halten, dann bleibe ich doch lieber tot. Sammy, was ist bloß los mit dir? Du lässt ihn beim Sender anrufen. Er sollte auf keinen Fall rausgehen. Aber das Telefon ist hier drin. Das ist doch nicht seine Schuld, Mann. Die Leute sollen doch erfahren, dass ich noch lebe, oder? Du was? Du versaust alles. Die Welt will dich tot sehen. Titanic-Film will dich tot sehen. Die Plattenfirma will dich tot sehen. Ich will dich tot sehen. Wieso kannst du nicht einfach tot sein, Bobby? Es war furchtbar, Wayne. Niemand hat geglaubt, dass ich es bin. Ehrlich nicht? Das ist wahr, Onkel Mario. Bobby hat jemanden auf der Straße gefragt, kennen Sie mich? Weißt du, was der gesagt hat? Nein. Nein? Das ist ja wunderbar. Und als er sagte, ich bin Bobby Rivers und noch am Leben, sagte der... Was soll's schon? Gut, sehr gut. Was heißt sehr gut, Mann? Das ist furchtbar. Ich bin rumgerannt und hab gesagt, hey, ich bin's, Mann. Ich lebe noch, alles in Ordnung. Und alle Leute sind geflüchtet. Bobby, natürlich sind die geflüchtet. Die wollen dich so, wie du früher mal warst. Die wollen dich nicht lebendig. Weißt du, das ist so, als ob ich beispielsweise die Leute voll habe und sage, hey, ich bin Napoleon, ich bin nicht wirklich tot. Aber du siehst doch gar nicht aus wie Napoleon. Sam! Du siehst aus wie Mussolini. Warum denken die Leute überhaupt, dass ich tot bin? Hör mal, Bobby, ich weiß nicht, warum sie es denken, aber sie denken es. Und jetzt, wo sie es denken, müssen wir dran denken, auf den fahrenden Leichenwagen zu springen. Komm schon, Bobby, leg dich hin. Sammy, nicht vergessen, ein Agent hat die Pflicht, alles zu unternehmen, um das Image, die Selbstachtung und Würde seines Künstlers zu wahren. Hey, Bobby, gurgel damit. Was ist denn das? Kotze. Was? Synthetisch, ganz frisch, von heute Morgen. Komm schon, Bobby, sieh mal, ich habe einen Wahnsinns-Exklusivvertrag mit 3 Musikmagazinen. Die wollen Fotos von dir aus den letzten schmutzigen Momenten deines Erdendaseins. Was für letzte schmutzige Momente? Denk doch mal nach, Bobby. Kein Schwein kümmert sich um Rockstars, die natürlich gestorben sind. Guck mal halbtot und streck dich aus, hey, komm schon. Was ist denn das, Mann, was ist denn das? Nur ein paar Pillen und Spitzen. Wayne, hör auf damit, das ist lächerlich. Das sieht ziemlich unehrlich aus. Willst du mal Agent werden oder nicht? Aber Bobby hat gesagt, ein Agent verschafft seinem Klienten Arbeit, stärkt sein Image und steigert seinen Bekanntheitsgrad. Ich heiße Wayne. Aber ich habe gar nicht Mario gesagt. Das ist alles bloß deine Schuld. Du hast dem Kleinen diesen ganzen Schrott beigebracht. Kein Wunder, dass sich der Herr gestraft hat. Na komm schon, leg dich flach hin, nimm ein paar Pillen, die Kotze und dann bitteschön rücken. Nein, das mach ich nicht, Mann. Oh nein, jetzt habe ich keinen Film. Das ist alles deine Schuld. Komm her. Hör zu, ich fahr schnell einen Film holen und du sorgst dafür, dass Bobby nicht wieder abzittert, okay? Und du bleibst so schön und tot. Halb so wild, Bobby. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ja, aber ich bin tot, Sam. Bobby! Bobby, komm runter, okay? Komm endlich runter, Bobby! Komm schon, ich verspreche dir Ehrenwort, keine Pillen mehr, keine Spritzen. Ich hab nochmal nachgedacht und du hattest recht. Du begehst Selbstmord. Yeah. Komm jetzt, Bobby. Bobby! Wayne! Wieso reden die im Radio davon, dass Bobby tot ist? Ich wette, das habt ihr mir niemals zugetraut. Wieso was? Was ist mit Bobby? Ist alles meine Idee. Wo ist die Zuckerpuppe? Das dürfte Sie interessieren. Tja, Tracy ist gerade zur Polizei gefahren, um rauszukriegen, was hier los ist. Was?
Nein, die kann doch nicht die Bullen rufen. Was ist, wenn die plötzlich hier auftauchen? Wayne, wo ist Bobby? Was hast du mit ihm gemacht? Bobby ist oben. Bobby? Wenn du was Dummes gemacht hast, wird es dir sehr leid tun. Wieso? Ich habe gar nichts gemacht. Das Gerücht ist nicht von mir. Ich weiß nicht, von wem das ist. Wieso holt Tracy die Bullen? Die werden alles versauen. Wayne, du hast gelogen. Er ist nicht oben. Da war er, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Du warst der Letzte, der ihn lebend gesehen hat? Ja. Oh nein. Eigentlich ist er gesund und munter. Was sind das für Pillen? Pillen? Das ist Hühnerfutter. Oh. Und ich nehme an, das hier ist ein Kamm. Das könnte in deinem Fall sogar zutreffen. Oh nein, die Bullen. Ich denke, wir sollten nichts anfassen, bevor die Polizei da gewesen ist. Einen Moment mal, aber ihr glaubt doch nicht, dass ich... Aber ich habe nichts Böses getan. Na schön, ich habe die Pillen mitgebracht, aber das kann ich erklären, ganz leicht, keine Sache. Das ist nicht, was ihr denkt, das ist kein echtes Blut. Uns musst du davon nicht überzeugen, Wayne. Polizei, öffnen Sie die Tür! Sondern die. Du darfst die Aussage verweigern, Wayne. Wie wir in Ihrem kleinen Filmbericht gesehen haben, hat sich die Nachricht von Ihrem angeblichen Tod unter Ihren offenen Bobby, da bist du ja! Hey, das bist du! Sieht aus, als hättest du eine Bademütze auf. Was antworten Sie den Leuten, die glauben, Sie hätten das Gerücht von Ihrem Tod selbst in die Welt gesetzt? Und zwar als eine Art willkommene Werbekampagne, um auf diese Art und Weise Ihre Habsucht und Raffgier leichter zu befriedigen. Tja, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Sie weisen den Verdacht von sich? Nee, ich habe nur keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Was würden Sie den vielen Menschen draußen im Land sagen, die allgemein für tot gehalten werden, aber noch am Leben sind und nicht wissen, ob sie sich stellen sollen und sagen, dass sie nicht tot sind? Tja, ich habe immer noch keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber hey, wenn Sie sich gut dabei fühlen, sollen Sie es sagen. Wir kommen zu unserer Frage an die Zuschauer und die lautet heute, sollte Bobby Rivers lieber tot sein? Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten wollen, rufen... So, das war's dann. Oh, Bobby, das war total gut. Findest du? Wir mussten der Menschheit beweisen, dass Bobby immer noch lebt. Und alle glauben, was im Fernsehen ist. Na, so ganz überzeugt hast du mich noch nicht, Bobby. Du sahst trotzdem noch irgendwie tot aus. Oh, Wayne, haben die dich aus dem Kamelkäfig wieder rausgelassen? Die Bullen haben mich von oben bis unten gefilzt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie nichts finden. Ihr versteht nicht, es war furchtbar und erniedrigend. Und sicher hast du dich dabei wohlgefühlt. Von der Junior-Zuckerpuppe bist du sehr bissig. Ich bin froh, dass du wieder lebst. Na, nicht erst, aber hallo. So, ich habe noch einen alten Sessel im Auto. Wer von euch hilft mir? Anna, Thomas, lasst uns gehen. Wieso haben sie dich aus dem Knast gelassen, Onkel Mario? Onkel Wayne war keineswegs im Knast, Sammy. Er hat bloß die Arbeit der Kriminalpolizei unterstützt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Da haben sich ein paar Reporter vom Fernsehen gemeldet und dann haben sie mich freigelassen. Was? Ich war gerade im Fernsehen, Mann. Es war alles Sams Idee. Sams? Ja. Herrlich. Hallo? Ja, das ist er. Was? Warum ist der Vertrag geplatzt? Was meinen Sie damit, Bobby sieht nicht tot aus? Er war eben im Fernsehen? Ja, aber er hatte Make-up drauf. Hallo? Der Vertrag ist geplatzt. Die wissen, dass du noch lebst. Ja. Alle wissen, dass du noch lebst, ja. Weil sie dich im Fernsehen gesehen haben. Ja. Weil der Sammy landesweit etwas verschafft hat, und zwar Publicity. Wie hast du das gemacht, Sammy? Ich habe die Wahrheit gesagt. Wie durchtrieben, die Wahrheit! Das ist der Hammer! Du bist ein Naturtalent! Das wäre mir niemals eingefallen. Hast du noch mehr gute Ideen? Hm? Tja, einen kleinen Tipp habe ich vielleicht noch für dich. Miese Agenten waschen Autos. Hey Mario, ich glaube, das ist deiner.